Ja, liebe Studentin, lieber Student, hier sehen wir den Osterteller, den ich als Überraschungsgeschenk für meinen Großneffen vorbereitet habe. Ja, auf dem Teller liegt Dekorationsgras und dann also bunte Eier, bemalte Eier, zwei hartgekochte Bio-Eier, ein bisschen Schokolade, Schokoladeneier und dann der Osterhase. Ja, der Kleine wird sich darüber freuen. Aber eins muss ich sagen, das ist die absolute Ausnahme. Nur zu Ostern gibt es ein bisschen Schokolade. Ansonsten wird auf Süßigkeit und Schokolade verzichtet. Schon der Gesundheit der Zähne wegen. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.